Ja, da wird das Rebellenschiff verfolgt. Wollt ihr ein bisschen helfen? Den armen Rebellen? Ach nee, wir sind ja im TIE Fighter unterwegs. Nimmt sie gefangen! Sperrt sie ein, die räudigen Rebellen! Hallo und herzlich willkommen zu Modded Ark Extinction Core. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe uns das hier so ein bisschen schöner eingerichtet. Und habe uns hier so eine kleine Sofa-Ecke installiert. Aus der Pimp My Dino Mod. Sieht super schön aus. Mega gemütlich. Allerdings kann man, wenn man sich auf diese Sofas draufsetzt, nicht in den K-Mode. Deswegen passieren so komische Sachen. Deswegen habe ich mir auf den Hocker da vorne gesetzt. Super gemütlich. Und habe ja noch so ein paar von den Fackeln wieder aufgestellt. Von diesen, wie heißen die? Braziers oder so ähnlich. Und damit sieht es schon viel schöner aus. Hier habe ich so einen Raptor an die Wand gehängt. Der sieht auch ganz nett aus. Ja, und es ist ziemlich dunkel, mitten in der Nacht. Ich nehme mal das Gamma ein bisschen hoch. So, dann sehen wir ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt 23.36 Uhr Arkzeit. Ich denke, dass hier bald wieder so ein bisschen was passiert. Und also Star Wars technisch. Und ich denke, wir drehen einfach mal eine Runde mit einem unserer Fighter und schauen, was wir da abstauben können. Vielleicht finden wir doch nochmal so eine Boba Fett Rocket. Schauen wir einfach mal. Ich denke, wir schnappen uns gleich den TIE Fighter. Der ist zu hoch. Komm ich nicht hoch. Komm ich nicht vorbei. So ein bisschen eng hier oben. So, stellen wir dich mal hier rüber. Fafnir? Wo ist denn eigentlich unser zweiter Drache hin? Unser Schmetterlingdrache. Pfauenauge. Oh je. Pfauenauge muss ich auch erstmal wiederfinden. Ist sie schon wieder weggeflogen? Super komisch. Pfauenauge? Ja, die ist schon wieder weggeflogen. Die sitzt jetzt da unten. Na gut, dann hilfst du da mal ein bisschen mit. Ist ja auch nicht verkehrt. Will sich immer nützlich machen. Ja, und was ich festgestellt habe, das einzige von den ganzen Fighter-Dingern, das leveln kann, ist das hier. Dieser TIE Fighter kann scheinbar leveln. Also wir haben schon 10 Levels bekommen. Und wir können Melee-Damage, Movement-Speed oder Gewicht hochleveln. Ich weiß nicht, was wir wirklich brauchen. Wir können ja mal alles testen. Das bringt einiges, aber nicht super viel. Das bringt auch nicht wirklich viel. Movement-Speed ist, denke ich, die coolste Wahl, oder? Kann man immer gebrauchen. Schnellen Fighter. Oh, da geht's schon los. Das Rebellenschiff wird angegriffen. Wo sind die unterwegs? Sind es die da vorne? Heizen wir da mal rüber. Oh, Petri. Wir sind schon ganz schön schnell. Ja, da vorne sind sie unterwegs. Da helfen wir mal ein bisschen mit und gucken, ob wir vielleicht irgendwas abstauben können. Die lassen immer interessante Sachen fallen. Mal sehen, was da so abgeht. So, wir haben zwar irgendwie einen Stamina-Wert, ne, aber okay, der geht auch runter, das wird aber nicht angezeigt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass da was passiert. Oh, was ist das? Können wir nicht gucken? Ist das ein Feuerwivern? Sieht ein bisschen aus wie eine Feuerwivern, müssen wir uns merken. Super wichtig, dass wir die Krallen ranschaffen. Also mitten hier im Redwood ist eine Wyvern unterwegs. Cool. Ja, da wird das Rebellenschiff verfolgt. Wollt ihr ein bisschen helfen? Den armen Rebellen? Ach nee, wir sind ja im TIE Fighter unterwegs. Nimmt sie gefangen. Sperrt sie ein, die räudigen Rebellen. Geht voll ab hier. Ich denke nicht, dass wir uns da einmischen können. Hier ist die Karte zu Ende. Super cool. Crazy stuff. So, jetzt holen wir mal die ganzen Loots. Die haben, glaube ich, schon was fallen lassen. Irgendwo habe ich schon was gesehen. Level up. Fürs Helfen. So, den finden wir wahrscheinlich nicht wieder. Die leuchten so ein bisschen, die Drops. Also, manchmal findet man die auch. Die haben eigentlich schon einen gedroppt hier. Ich habe es eigentlich schon gesehen. Aus der Ferne.
Aber ich sehe den jetzt gerade nicht. Oh, das ist eine riesen Boa. Ups. Was ist denn das? Wieso leuchtet die so? Die leuchten alle so. Oh, das ist hier irgendwie die Hauptgegend für diese Prime Titan Boas. Die müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Aber nicht jetzt im TIE Fighter. Ah, das ist ein Titano, den kenne ich auch noch nicht. Na gut. Lass dir mal was fallen hier. Ich werde die ein bisschen verfolgen, bis die so ein paar von ihren Drops abwerfen. Irgendwie haben die heute nicht so wirklich Lust. Die Drops sind nämlich ziemlich gut. Da könnte theoretisch so ein Boba Fett Rocket-Dingens mit drin sein. Mal gucken. Da sind auf jeden Fall immer interessante Sachen dabei. Ah, ich habe einen Drop-Pod gefunden. Die droppen ziemlich schnell. Da müssen wir uns ranhalten. Da liegt ja schon einer. Okay. Nice. Check. Gleich die Waffe raus. Oh, ich habe die Waffe nicht in der Leiste. Das ist nicht gut. Wo ist unsere Waffe? Doch, ich habe ja auf der 3. Okay. So. Huh. Okay, da war wieder eine Leiche drin. Nächster? War hier auch irgendwo in der Gegend? Da unten? Hä? Huh? Ach, da ist so ein... Was ist das denn? Das ist so ein Viech. Was bist du? Level 20. Hm. Royal Lootroth? Hä? Huh? Das ist nicht gut. Irgendwas macht hier Krach. Huh? Hilfe. Ich glaube, das sind die da oben. Kommen wir hier irgendwie an den Loot ran? Oh, das sind Piranhas. Jede Menge Piranhas. Ich sehe das von hier gar nicht. Okay, da wollen wir hin. Gucken, ob wir das schaffen. Ich habe keine Waffen für unter Wasser, das ist nicht gut. Oh, ich glaube, die Rebellen sind gefangen genommen worden. Nichts mehr zu sehen. Die sind schon alle wieder abgedampft. Die Ausbeute von heute war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir müssen jetzt sowieso nach Hause. Wir sind total überladen. Die Drops kommen so ein bisschen zufällig runter. Früher wurden die mal so direkt vom Schiff abgeworfen. Ja. Irgendwas ist schlecht geworden. Ich glaube, einer von den Leichen. Und da kam... Yeah, da kamen so Lichtschwerter raus. Also man findet diese verkohlten Leichen und die werden nach 10 Minuten oder so schlecht und da kommt alles mögliche an interessanten Zeug raus. Mal gucken, was wir da noch so finden. Oh, ein Quetzi. Nachts ist eigentlich ziemlich witzig, weil diese Drohnen überall, diese roten und weißen Lichter im Wald verteilen. Die beleuchten da alles ganz nett. Und man sieht die Alphas ziemlich gut. Ist eigentlich ganz schön, hier nachts rumzufliegen. Na gut, da ist noch so eine Drohne. Da sieht man erst, wie viele das sind. Die sind alle paar Meter. Ich glaube, das ist ein Dillo. Ein Spino. Spinos sind so selten. Na gut, ein Alpha-Spino habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Soll es auch geben. Aber wir werden weiter suchen. Früher oder später finden wir vielleicht mal einen. Es gibt einfach zu wenige Spino-Spawns. So, jetzt gucken wir gleich mal. Ich hoffe, da wird nicht gleich noch was schlecht, weil dann sind wir überladen. Okay, zwei Blaster. Da kommt scheinbar immer das gleiche Zeug raus. Also immer zwei gleiche Sachen, wie es aussieht. Hm. Okay, das dauert noch ein bisschen. 3,5 Minuten. Was kann denn dieses Padawan-Learner-Sword? Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Oh. Das sieht irgendwie so ein bisschen graziler aus. Das ist so schlank. Einen ganz schmalen Griff. Geh mal hier runter. Da müssen wir das, glaube ich, mal draußen testen, oder? Ob das was taugt. Und sehen, ob das besser ist als unser Jedi-Lichtschwert. Ich wage es zu bezweifeln. Was ist denn hier los? Warum gehst du hier spazieren, Robin Hood? Du solltest eigentlich nicht spazieren gehen. Neutral? Neutral. Hm. Du willst nur helfen, oder? Wandering ist aus. Aber hier draußen ist doch nichts mehr los. Pfauenauge müssen wir auch mal auf
passiv stellen. Okay. Da sind wir. Jetzt mal gucken, was das Schwert drauf hat. Nachts sieht das alles ziemlich cool aus. Was haben wir hier? Ein Moshops? Genau unser Gegner. Oh. Erstmal treffen. 960, das ist weniger. Oh. Da läuft er. Können wir es auch werfen? Ach, wir können es gar nicht werfen, okay. Es geht mit dem gar nicht. Damage Resistance. Kriegen wir einen Damage Resistance Buff? Das ist ziemlich cool. Ach, die haben unterschiedliche Buffs, die ganzen Schwerter. Wo ist denn unser Schwert? Anakin Luke haben wir, ne? Aber wir haben gar nicht mehr dieses Jedi-Schwert, sondern dieses Anakin Luke. Das ist das Beste eigentlich. Das können wir auch werfen. Und das gibt uns den Stamina-Buff. Also je nachdem, was man gerne hätte, kann man sich da unterschiedliche Schwerter aussuchen. Das ist ziemlich cool. Das andere wäre vielleicht auch ganz nützlich, ne? Dann halten wir länger durch. Aber das hier macht halt deutlich mehr Schaden. Deswegen behalten wir das, glaube ich, erstmal. Na gut. Ansonsten haben wir jetzt keinen Boba Fett Rocket Pack gefunden. Wir haben so ein paar Bauteile gefunden. Das ist schon mal ganz cool. Wir haben auch so ein episches Blaster-Rezept gefunden, was auch echt cool ist. Obwohl diese Standard-Blaster natürlich nicht so toll sind. Na gut. Ein bisschen Carbonite, nichts Spezielles sonst. Ist halt ganz nett, dass man da teilweise Items in guter Qualität findet. Jetzt mal gucken, was hier noch rauskommt. Eine Minute noch. Und dann denke ich, schlafen wir mal die Nacht hier durch und machen morgen weiter. Und gehen mal ein bisschen raus. Ich würde ganz gerne mal wieder ein bisschen rausgehen. Mal sehen, was das für eine Wyvern ist. Die müssen wir uns unbedingt holen. Und ein bisschen in den Sümpfen vielleicht gucken, ob wir da wieder so eine Brutmutter finden. Da können wir ja mal mit Herbert aufräumen. Und... Ah, wir können Paunauge gleich mitnehmen, wenn wir hier sind. So. Nehmen wir mal Paunauge mit hoch. Noch ein Raptor. Und der kriegt gleich auf den Deckel. Na gut. Ja, schauen wir mal, ob wir in den Sümpfen was finden. Oder wenn nicht, dann räumen wir mit Herbert gescheit auf, damit er mal wieder was spawnt. Die Brutmütter sind irgendwie ziemlich selten. So, Passive. Dich nehmen wir mit hoch. So, da sind wir wieder im Redwood mit Herbert. Und da oben ist die Feuerwyvern unterwegs. Das ist eine Level 40er. Und die haut sich da gerade mit so einem Vulture. Ich weiß nicht, ob die irgendwann fertig wird. Wahrscheinlich müssen wir dann mit dem Flugtier kommen, um die zu holen. Die wird den Vulture wahrscheinlich nicht schaffen, so wie ich die kenne. Mit dem Gerät hier werden wir sie auch nicht treffen. Das ist einfach mordsschwierig. Die haben auch, glaube ich, eine begrenzte Reichweite. Oh, sie kommt zu uns. Haben wir sie vielleicht doch getroffen? Können wir aufsteigen? Das wäre cool. Wir können nicht aufsteigen. Oh, geschafft. Okay, haben wir die Kralle bekommen. Das ist immer mordsschwierig, hier aufzusteigen. So, geschafft. Kralle? Nö. Da muss die hier noch liegen. Kralle ist mordswichtig. Alles für eine Kralle. Feuerwivern. Yes, Milch auch noch. Supidupi. Erstmal nachladen. Aufsteigen. Aufsteigen. Man braucht wirklich jedes Mal einen Grappling Hook und man muss immer von der Brust vorne aufsteigen. So. So müsste es eigentlich gehen. Okay, wir haben es geschafft. Sweet. So, das packen wir alles auf Herbert. Die Kralle können wir eigentlich bei uns lassen. Ich bin schon so ein bisschen am Aussortieren. Wir haben ja unglaublich viele Sachen auf Herbert. Allein schon, dass die bei uns vor der Base stehen, reicht. Da sammeln die so viele Sachen. Na gut. Dann werde ich mich mal wieder zurück in die Sümpfe machen. Da unten. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo eine Brutmutter finden. 580er. Herbert braucht selten zwei Hits für den Vanilla Archie. Das ist schon krass. Oder sind irgendwo Tribesmen. Also hier oben ist immer noch diese 320er Brutmutter unterwegs. Ich traue mich nicht so wirklich, die zu killen. Vielleicht sollten wir die wegräumen, damit wir überhaupt eine erwischen und die nicht irgendwann despawnt. Wir brauchen hier erstmal die Essenz, das heißt, wir müssen eine töten.
Da würde ich jetzt natürlich am liebsten eine Low-Level-Bodenmutter töten. Keine 320er. Aber erstmal eine finden, ne? Das ist jetzt schon ziemlich lange die einzige bei uns. Und hier ist noch ein riesen Sumpfabschnitt, da wo wir im Vanilla unsere Base hatten. Den werde ich jetzt nochmal abchecken, vielleicht ist hier irgendwas gespawnt. Wow. Wenn nicht, dann wird hier bald was spawnen. Das ist ein Alpha-Sarko. Die sind ziemlich häufig. Ach ja, und die haben immer kein Overlay, also wir wissen nicht, was das für ein Level hat. Können wir nah rangehen, vielleicht finden wir das raus. 40. Das ist nichts für uns. Oh, da ist so ein Tech-Tribesman. Ich denke, wir hauen mal so ein Stück ab. Umgehen den so ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, wo Brutmütter überhaupt spawnen können. Tribesman. Da ist ein Skeletal Trike. Das schaffen wir. Also hier ist ziemlich gut was los. Das machen wir fix weg. Den ganzen Dodos hier. Und es gibt unglaublich viele von diesen Tech Tribesmen. Das ist ein bisschen problematisch. Die sind nämlich mordsgefährlich. Mit denen will ich mich nicht anlegen. So, du kommst auch weg. Ich werde hier einfach so ein bisschen aufräumen, ohne diesen Tech Tribesmen in die Arme zu laufen. Und dann gucken wir mal, ob da vielleicht irgendwo eine Brutmutter respawnt. Drohnen gibt es auf jeden Fall überall. Oh, das ist ein Alpha. Was für ein Level. Man weiß es nicht. Kommen wir überhaupt von dem weg? Nee, der springt ja so viel. Level? 200. Oh, lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Wieder aufgeräumt. So. Wow, die ganzen Dodos hier. Oh, so ist so ein Riesenkäfer. Mann, ist der groß. Was machst du denn hier? Level 240 Prime Dung Beetle. Die wären ja auch cool. Hm. Wollen wir den zähmen? Ich habe keine Ahnung, was die fressen. Wahrscheinlich irgendwelche ganz großen Dino-Hinterlassenschaften oder so. Hm. Mal gucken, was die fressen. Haben wir überhaupt... Sowas haben wir natürlich nicht dabei. Das müssen wir uns erst besorgen. Der ist riesig. Ja, für den bräuchten wir so große Dino-Pupu. Und... Oh, was ist das? Das ist so ein Gobul oder so ähnlich, ne? 160er Gobul. Lohnt sich jetzt auch nicht wirklich. Okay, der ist schon down. Hier ist noch so ein Riesenkäfer unterwegs, habe ich gesehen. Du bist Level 40. Mal sehen, was der drauf hat. Bevor wir da einen zähmen, gucken wir mal, was die so können. Okay, der lebt immer noch. Okay, das war's. Der hat jetzt auch nichts Spezielles dabei. Na gut. Da ist noch so ein Gobul. Die spawnen ja scheinbar öfter. 220er. Oh, so viele interessante Viecher. Das ist eine coole Gegend hier. Ich denke, wir stellen mal den Teleporter hin, gucken, was wir zu Hause in unserer Burg haben. Und vielleicht haben wir ja genug, um den zu zähmen. So, mal testen. So, wo ist unser Teleporter? Habe ich keinen Teleporter dabei? Das wäre aber nicht gut. Wo sind denn die Teleporter hin? Hast du welche? Sonst müssen wir noch zu Fuß nach Hause gehen. Hm. Die müssen wir erstmal wiederfinden. Na gut. Ich laufe mal nach Hause, schau, ob wir genug Ressourcen haben. Pack die Teleporter wieder mit ein. Ich habe keine Ahnung, wo ich die habe liegen lassen. Die hatte ich eigentlich immer dabei. Vielleicht habe ich die auf irgendein Dino gepackt, weil wir zu schwer waren oder so. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen riesen Käfer zähmen können. Oh, Tech Tribesman. Fliegt er durch die Gegend. Moment, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Und zwar habe ich hier einen Titano gekillt, weil wir brauchen ja noch gute Titanos und die haben immer gute Ressourcen für uns. Und dann habe ich hier so einen kleinen Roboter entdeckt. Der läuft hier durch die Gegend. R2 Unit, Level 1. Und wir haben ja diese Restraining Balls dabei. Ich habe die jetzt mal auf die 0 gepackt. Die machen ja nichts, wenn man die anwählt. Vielleicht können wir die an den verfüttern oder so ähnlich. Weiß nicht, wie man das nennt bei Robotern. Ja, das geht. ETF, komm zu uns. Pick up. Und?
Wo ist er jetzt? Super nice. Wir haben so ein Astro-Droid. R2-D2. Und... okay. Ach so. Die braucht man scheinbar in einen Starfighter. Okay. Die braucht man scheinbar, um diese Raketen zu verschießen. Vielleicht hat es deswegen nicht funktioniert. Irgendwie so in der Art. Also man kann die wohl scheinbar nicht irgendwo hinstellen. Drop. Müssen wir mal alles ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen kann. Da unten ist wieder so ein Truthahn. Also hier ist auf jeden Fall super interessant. Das ist die Küste hier. Da, wo unser Hafen ist in der Singleplayer-Season. Season 1. Singleplayer Vanilla. Und hier sind auch diverse Titanos unterwegs. Da sind gerade zwei neue gespawnt. Vielleicht finden wir so ein High-Level-Titano auch noch. Da haben wir auf jeden Fall genug zu tun. 220er ist schon mal ganz nett. Ich denke, die nehme ich wieder mit. Die droppen bestimmt wieder ein paar coole Sachen für uns. Ein paar Steine und so. Und dann machen wir uns endlich mal auf den Rückweg und holen unser Zeug, um diesen Käfer zu zähmen. So, da bin ich wieder. Ich habe alles dabei und dieser Käfer hat 76.000 Torpor. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit der Flinte hinkriegen. Ich denke mal, mit der Flinte 2 Schuss sollte passen. Da müssen wir keinen so teuren Pfeil verwenden. Ich habe hier mal die gesamten Sümpfe so ein bisschen durchsucht. Hab nichts mehr gefunden. Ihr seht, die Bäume fehlen alle. Ja, Herbert lässt nicht gerne Bäume stehen. Das ist einfach so eine Sache. Aber jetzt sehen wir wenigstens was. Und ich habe ansonsten eigentlich nichts Interessantes mehr gesehen, außer diesem einen Käfer hier. Und den versuchen wir jetzt mal zu zähmen. Haben wir Herbert getroffen? Hat er eine komische Hitbox, der Käfer? Herbert, hast du Torpor? Nö. Können wir den nicht treffen? Ich traue mich nicht so wirklich, da zu Fuß rumzugehen, weil wenn wir dann wieder nicht auf Herbert draufkommen, dann sind wir, glaube ich, ganz schnell tot. Der dürfte ziemlich viel Torpor-Damage machen. Der scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Also, soweit ich weiß, sind es... also muss man die betäuben und... die werden einfach eine ganz komische Hitbox haben. Also die kann man wohl nicht passiv zähmen, soweit ich weiß. Ist da links noch einer unterwegs? Ich glaube, da ist noch einer gespawnt, oder? Wir haben noch den anderen schon weggeräumt. Da ist schon wieder einer. Was bist du denn für ein Level? 40. Nee, den räumen wir wieder weg. Machen wir hier kurz noch sauber, bevor wir losstarten. Oh, jetzt kommt der andere auch. Das ist nicht gut. Okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis der sich beruhigt hat. Wir könnten natürlich versuchen, den mal passiv zu zähmen. Das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob die aggressiv sind. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Der ist ziemlich groß. Hat viele Beine. Wow, der verfolgt uns ziemlich weit. Was sind da im Wasser los? Sind das Haie? Ja, das sind alles Haie. Und ein Gobul. Gobul Level 80. Der schafft die Haie wohl nicht. Okay, der Käfer hat sich beruhigt. Die Kleinkäfer haben sich noch nicht beruhigt. Kannst du eigentlich schwimmen, Herbert? Nur ein bisschen. Geht so. Auf jeden Fall gehen wir nicht unter. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, dann versuchen wir den mal passiv zu zähmen. Wenn er sich umdreht und mich beißt, dann ist es wahrscheinlich aus. Aber wir können es ja mal versuchen. Hallo du. Geht's dir gut? Also ich habe das Beste, nur das Beste für ihn dabei. Large Animal Fishies. Mods. Selten die Dinger. Da hatten wir nicht mehr als diese 38, die ich dabei habe. Also ich hoffe mal, die reichen. Gehe ich aber eigentlich von aus. Magst du was? Harvest Resources from this. Ich will nicht harvesten, ich will dich füttern. Okay, der braucht einige. Der ist nicht so einfach zu zähmen. Also ich vermute, dass man die auch betäuben kann und die haben einfach eine komische Hitbox, gehe ich mal von aus. Deswegen habe ich den nicht getroffen. Aber so geht es sowieso viel einfacher. Und ich glaube, das ist auch besser fürs Level, was dann rauskommt. Oh, das ist nicht gut. Nix wie weg. Ich bin zu nah ran.
Ich denke, wir sollten eigentlich die Ghillie-Suit für sowas verwenden. So, nix wie weg. Oh, da ist eine Brutmutter gespawnt. Nice. Was bist du für eine Brutmutter? Level 60. Schaffen wir die? Ich denke schon. Lass uns auf jeden Fall versuchen. Ziemlich ereignisreiche Episode heute. Super cool, was hier mit den Spawns im Moment abgeht. Wir machen jetzt inzwischen 34.000 mit so einem Felswurf. Das ist also ziemlich cool. Die sollte easy gehen, die macht ja gar nichts. Willst du dich nicht wehren oder so? Sieht nicht so aus. Okay, aber die hat ziemlich viel HP, ne? Go, go, go! Nice, wir haben sie. Brutmutter-Matrix. Super cool. Ich habe mal das Harvesting ausgestellt, damit wir das alles von Hand sammeln können. Der Affe hier. Herr Bert, bleib bei uns. Ich denke, wir haben schon alles. Überall fliegen Viecher. Okay, die hat Prime Chitin und kein Prime Pelt natürlich. Das wäre auch zu schön gewesen. Prime Chitin ist auf jeden Fall gut. Und Prime Pelt müssen wir uns wieder aus dem Sumpfbiom holen. Ich dachte, die Bosse haben teilweise so ein bisschen mehr Ressourcen. Aber das sieht nicht so aus. Wir haben jetzt, ich glaube, wir haben Prime Blood bekommen, ne? Das ist schon mal ganz gut. Die haben ganz normal die Ressourcen, die zu ihren entsprechenden Tierarten gehören. Jetzt versuchen wir weiter, den Käfer zu füttern. Hat der resettet? Wenn der jetzt immer resettet, dann müssen wir uns erstmal eine Ghillie-Suit holen. Nee, der hat nicht resettet. Jetzt ist er wieder böse, oder wie? Aber ich war noch ganz weit weg. Wer soll das verstehen? Ach, der hat irgendwas anderes geaggrot, den Vogel. Können wir den killen? Nee, der ist zu hoch. Oh nee. Der Vogel klaut uns unseren Käfer. Okay, jetzt ist er wieder ruhig. Weiter geht's. Autsch. Herbert ist zu hoch. Magst du was? Ich hab was für dich. Sweet. Läuft. Die Sümpfe sind ziemlich ausradiert hier. Gibt's überhaupt nichts mehr. Oh, das wollte ich nicht. Komm mal wieder mit. Ich wollte eigentlich was essen. Oh. Hier ist zwar im Moment ziemlich ruhig, aber ich habe trotzdem ziemlich Angst. Ich mal die mal auf Passiv hier, damit Herbert keinen Blödsinn macht. Irgendwas ist da noch unterwegs. Ich glaube, Herbert wird angegriffen. Nee, ich werde angegriffen. Oh, der spuckt auf mich. Die haben so viel HP, die Dinger. Stirb endlich! Was ist denn das? Ist das ein Top-Level? Ja, ist es. Fast Top-Level. Und? Komm schon. Yes! Wir haben einen Käfer. Prime Dung Beetle. Wow, du bist riesig. Und du siehst super cool aus. Den bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Ich habe wieder Teleporter dabei. Die waren noch auf Elektra. Die hat auf die aufgepasst. So. Komm mit uns mit. Ja, brav machst du das. So. Ich denke, das müsste passen. Dann nehmen wir Herbert auch wieder mit. Das ist ein Minikäfer. Oh, du bist aber hübsch. Aber du bist zu klein für uns. Oder? Vielleicht auch nicht. Mal wieder Interface an. Okay, jetzt haben wir genug Käfer. Das müsste erstmal reichen. Käferarmee. Einen hübschen und einen großen. Der große ist natürlich auch hübsch. So. Schon wieder essen? So, ich muss mal unbedingt wieder das Essen in die Leiste ziehen. Ich versuche hier ständig so ein Zeug zu essen, was man besser nicht isst. So. Jetzt essen wir uns mal gescheit voll. Wir sind hier modded, da muss man ein bisschen mehr essen. So. Ihr kommt jetzt alle mit nach Hause. Auf geht's. Ich hoffe, Herbert bleibt nicht irgendwo stecken. Läuft. Herbert steckt nur halb. Was ist denn das? Was? Ach, ein Geier ist das, okay. Das war wohl so ein kleiner Ladebug. Okidoki. Passt alles. Jetzt haben wir zwei so Käfer. Das ist super cool. Den können wir dann direkt ein bisschen was davon abgeben.
Wow, der kann viel nehmen. Und die sollten das für uns dann wieder umwandeln, ne? In Öl und Dünger. Was kannst du denn so? Können wir dich irgendwie reiten? Ja, wir können dich reiten. Wir können Käfer reiten. Oh yeah. Super nice. Ich denke mal, der wird genauso funktionieren wie ein normaler Dung Beetle. Du kriegst auch so ein bisschen Zeug. Mal sehen, ob das funktioniert. Und dann müssen wir gucken, was wir leveln, ne? Die sehen nice aus. Ein Riesenkäfer. Wir müssen die natürlich auf Wandering stellen, damit das funktioniert. Titano. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein kleines Gehege, wo wir die rumlaufen lassen können. Na gut. Jetzt wird es aber langsam schon wieder Zeit, die Episode zu beenden. Wir haben unglaublich viel gemacht, war wieder ziemlich durcheinander. Und es gibt noch einiges, was wir uns anschauen müssen. Ich habe noch ein Alpha Trike gefunden, was auch ziemlich cool ist. Und dann gibt es da überall diese Gobol. So ein Gobol müssen wir auch unbedingt zähmen. Ich weiß aber nicht, ob wir die überhaupt hierher bringen. Die sind ja hauptsächlich im Wasser unterwegs. Aber ich habe die auch schon so ein bisschen an Land gesehen. Mal gucken. Für heute müssen wir leider schon Schluss machen. Ich würde am liebsten direkt hier weiter in die Sümpfe und da weiter zähmen. Das spawnen scheinbar auch ziemlich viele Brutmütter. Wir haben jetzt die Brutmutter-Essenz. Das heißt, wir können uns den Sattel herstellen. Wir können jetzt theoretisch diese 320er Brutmutter zähmen. Das wäre auch mal eine Sache. Wahrscheinlich machen wir das direkt nächste Episode. Okidoki, das war's erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.